Die freundlichsten und zärtlichsten kleinen Geschöpfe in der Wüste sind die Meerkatzen. Tut mir leid, Kleiner. Sie sind außerdem äußerst neugierig. Und wenn ein Fremder kommt, wird er höflich und mit freundlichem Interesse empfangen. Selbst eine giftige Kobra wird inspiziert und zur Freundschaft aufgefordert. Ein Ei kann wirklich frustrieren. Die Meerkatze weiß, dass etwas Gutes da drin ist. Aber wie kommt man nur ran? Der Mungo ähnelt der Meerkatze sehr, stammt aber von einer anderen Tierfamilie ab. Wenn ein Mungo ein Ei findet, schafft er es zum nächsten Stein, bringt es in Position, visiert kurz und schießt. Die Meerkatze aber verfügt nicht über diese Wissenschaft. Sie ist gewohnt, immer nach ihrer Nahrung zu graben. Deshalb versucht sie instinktiv, ihr Problem durch Graben zu lösen. Das funktioniert aber nicht. Vielleicht kann sie lernen, indem sie den Mungo beobachtet. Na schön, sie wird's versuchen. Bei dem da sieht's ja so leicht aus.